Und damit geht's rein in die nächste Map. Terraform wird sein, links oben gespawnt hier. Vom Team Envias. Ich fühle mich wie ein Counter-Strike-Commentator. Der blaue Sack. Violet! Ist das letzte Season nicht aufgefallen, dass er bei Envias? Was ist der einzige? Ist er in die Round of 16 gekommen? Nein. Round of 32. Hat er in Amerika gespielt? Nee. Dann ist mir nicht aufgefallen. Rechts unten der rote Sack vom Team Invictus Gaming. Xigua! Lenny de Ling, das ist nicht nur einfach ein Kurzer, das sondern ist ein Esserer. Ist dann, genau. So, also da kommt der Early. 10 Kurze. Oder 10 so. Pool. 10 Pool von Violet. No. Das ist ein 8 Pool übrigens. 10 Pool. Oh, sorry. Stimmt. Warte mal. Der hat nur eine Drohne gebaut, oder? Das waren 8 Pool. Danach hat er 2 Drones gebaut, dann baut man einen Overlord und noch eine Drohne. Okay, tut mir leid. Ich habe nicht hingeguckt. Sah aus wie ein 10 Pool. Das ist halt ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ist ja gut. Reg dich ab. Freunde, der Lambo braucht noch was zu trinken, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Oh, und dieses Mal geht Chigua direkt Hedge First, weil die Chinesen, die kennen nichts anderes. Early Pool oder Hedge First. Entweder Cheese oder Greedy. Und in dem Fall wird es Greedy sein. Und auf Terraform gibt es zwar in der Mainbase so einen kleinen Nack, wo man die Drones reinbringen kann, aber wenn man das so früh tut, dass man direkt bei den ersten Zergling die Drones da reintut, bekommt man nicht genug Mineral Income, um die Hedge durchgehen zu lassen und trotzdem sich Linge zu leisten. Oh mein Gott, der geht Gas vor Pool, oder hat er gerade eben das Rally abgebrochen? Also wenn es Gas vor Pool ist, dann war es zweimal Bit-Dollar-Loss für Shigua. Ja. Also echt so. Naruto, Zeit für den Hypecast. Hype! Freunde, wie viel Prozent hat Essara? Ich glaube gar nicht so viel. 30 oder so, aber das brennt auf jeden Fall wie 2000, aber die Schärfe ist nicht das Problem, es ist einfach eklig. Oh, direkt gecancelt, hat jetzt die Länge gesehen. Der Pool war nicht so unglaublich spät, war 16 Gas, 15 Pool. Also wenn Violet da ein bisschen Fehler macht mit den... Oh, da sollte er nicht runtergehen. Das hat man früher mal gemacht, um zu schauen, ob das ein Bailing All-In wird. Oh, warum geht Violet denn da hinterher? Also wenn er wusste, dass Violet da hinterher geht, dann war schon smart, aber eigentlich muss man erkennen, dass das ein 8-Pool ist, weil die Linge so früh da sind. Und dann kann es gar kein Bailing All-In mehr sein, dann kann es nur pur Zergling sein. Die Donations stacken, wenn man es dazu schreibt. Wenn ihr schreibt 50 und dann für Essara und dann machen zwei andere noch 50 für Essara, dann würden das stacken. Nein. Oh. Wir haben gesagt 150 auf einmal. Ja, aber wenn drei Stück für Essara schreiben, ja, oder drei, so. Wenn drei Stück zusammen für Essara machen, dann geht's auch. Genau. Nur halt, wenn man so 50 macht oder so, dann wäre das halt zwei Shots und 10 Euro, wenn man nichts dazu schreibt. Bis jetzt richtig gut gemicrofoned von Shigua und nicht gut gemicrofoned von Violet. Normalerweise will man mit dem 8-Pool immer warten, bis man 8 bis 10 Zerklinge hat, aber oh, der Violet versucht einfach die Natural abzureißen stattdessen. Die wird er 100 pro bekommen, aber... Ich weiß nicht, was das wert? Das ist schwer zu sagen. Also er ist jetzt vorne im Gascount, er ist sicher nicht hinten. Das Ding ist, wenn man 8-Pool spielt, kann man einfach in die Mainbase gehen und wie ich vorhin schon gesagt habe, muss der Zerg-Spieler sowieso, also der Shigua in dem Fall, sowieso die Natural abbrechen, weil man sonst nicht genügend Mineralien hat, um Linge zu bauen. Deswegen kann man mit einem 8-Pool immer direkt in die Mainbase laufen und das ist kein Fehler. Mit 9-Pool zum Beispiel macht man ja einen Link-Split, 3 in die Natural, 3 in die Main und dann, damit man danach auch die Natural abreißt. In dem Fall, ja. Also er ist trotzdem vorne, aber das liegt daran, dass sein Gas so weit vorne ist. Hat ein bisschen weniger Mineralien als Shigua, deswegen kann Shigua direkt re-expanden, hat dafür aber seinen Cycling-Speed deutlich später. Violet macht auch die Speedling-Expand, meint kein Gas mehr, geht auch zuerst auf die Hedge. Das hört sich also fast equal ist das Game jetzt. Ja. Ich muss übrigens sagen, lieber Allgäu, 1988, da muss ich einfach ganz dreist sagen, halt's Maul. Der Sub-Hype, der ist gewünscht und wenn du das nicht leiden kannst, dann musst du einfach den Chat ausmachen oder auf den Ancient Stream gehen. Und ich guck dir lieber in die Augen, Baby. Und wir sehen schon, der Rock wird jetzt zerrissen. Ah, Baning ist direkt von Xigua. Boah, Weile drückt direkt wieder durch, oder was? Baning Speed und dann, Link Speed und dann direkt Mass Linge? Ja, also aber das ist kein Durchdrücken, weil das muss man machen, wenn man 8 Pool spielt. Denn man hat sowieso nur 16 Drones an der Mineral Line und die Hedge wird ewig nicht fertig. Also wenn er jetzt aufdrohen würde, außer bis zu 19, um das Gas sich wieder zu nehmen, macht es halt keinen Sinn. Weil die Drones, die würden jetzt absolut nichts minen. Also die könntest du halt auf Long Distance Mining schicken, aber das bringt's halt nicht. Deswegen lieber weiterhin Pressure machen. Oh, Shigua macht einen sehr smarten Move. Nämlich, wenn man keinen Zergling Speed hat, sind die Zerglinge in der Defense nicht so wichtig, dann kann man lieber einen Run-By machen mit Slow Zergling und die erwischen dann meistens eine Queen of Guard. Oh, richtig schön da oben, die defensiven Banelinge. Hätte er jetzt nicht zeigen sollen, finde ich. Oder die Hedge wird er, glaube ich, bekommen, wenn er da gut Micro gegen die Banelinge. Boah, da hat er schön
vier, also drei Linge zuerst gegen die Queen abgesplittet. Oh mein Gott, was für schlechte Banelinge da von Xigua gerade. Er kann aber nichts machen. Musste seine Queen beschützen. Jetzt muss er wirklich viel Schaden machen mit dem Run-By, denn Wild ist in den Jones vorne. Und auch hat die Natural fertig. Das bedeutet. Oh oh. Ja, ich kann gerade nichts sehen. Oh, so. Oh. Und da kommt der Banelinge. Boah, was ein sicker Bailing-Connect. Aber er hat leider nicht mehr so viele Linge, um da viele Drohnen zu finishen. Das ist übrigens dieses Nack, was ich vorhin angesprochen habe. Dieses was? Nack heißt doch auf Englisch. Nack. Mit den drei Mineralien. Sagen zumindest die englischen Caster immer, falls ich mich nicht täusche. Ja, auf jeden Fall hat jetzt Violet viel mehr Larven. Nack? Das sagen die bei Mars Attacks die ganze Zeit. Nack, 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 nack. Ist das dein Ernst? Ja? Ich weiß echt nicht. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. In this little mineral Nack, sagen die es nicht. Okay. Ich meine, mich daran erinnern zu können, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, der Lambo hatte zu viel Wasser, Freunde. Nee, daran liegt's nicht. Ich hatte auch davor gesagt. Das war einfach seine Stimme in seinem Kopf. Nack, nack, nack. N-C-K, hätte ich gesagt, aber gut. Na, das Ding ist jetzt, Chigua wird gleich Overmins bekommen, Drones sogar hoch. Die Drones, wie gesagt, ohne die Hatch, werden nicht effizient sein. Da wird erstmal gegoogelt. Ja, nicht Nuke. Freunde, Little Nuke. Nuke, ja, Violet produziert jetzt auch mehr Linge und läuft jetzt da mal mit drüber. Oh oh. Mm. Kannst du mal auf Twitch Alerts gucken, bitte? Ich hab da schlechte Befürchtungen. Oh. Schön. Versuchte den da rauszunehmen, hat den allerdings nicht bekommen. Ja. Groß Sylvanas, 20 Euro für die Sylvanas. Also gibt's direkt den nächsten Shot hinterher. Oh. Okay. Nice. Wir bräuchten nochmal einen Rumshot, bitte. Ein Wassershot. Wasser, ja. Ein genau. Rumwassershot. Ja, da war ein Connect, aber ich glaub, so groß war das. Ein, bitte. Und wir sehen ja Banelinge werden noch beide mit dem Roadrun jetzt. Also ich glaube, das wird tatsächlich nochmal ein normales Makro-Game. Nuke heißt es. Wenn Rocker technisch sind sie beide Nuke, relativ gleich auch. Allerdings hat Xigua die Natural ein bisschen später gehabt. Ja, ja, das ist diese kleine Lücke da in den Reihen. Ah, das meinst du, okay. Hab ich echt noch nie gehört. Oh, deine Banelinge jetzt so richtig schön da, die anderen. Muss aufpassen dabei. Bei der Xigua. Arme Supply-technisch ist dafür Violet momentan noch. Also ja, oh, da geht's doch mal rein in die Mineral Line. Ja. Oder auch nicht. Ja, ich meine, der Banelinge macht ja halt gut, nichts. Der schlägt dann halt ja nur an. Der schlägt dann halt Drohnen. Nenn doch rum Piratenwasser, ja. Könnte ich auch machen. Schlägt halt Drohnen. Aber Violet, der drückt durch, oder? 11 Roaches jetzt im Bau, das wird einfach Roach Bane. Beide drücken ja durch. Beide drücken durch. Und das, ja, das ist eigentlich das Beste, was für Shigua jetzt passieren hätte können, denn damit wird er defenden können, falls er die Roaches zuerst sieht, bevor er mit seinen eigenen Roaches rausrennt. Und das ist auch das, was gleich passieren wird. Denn Violet ist natürlich ein bisschen vorne. Boah, beide moven raus. Welcher Overlord wird zuerst hin? Oh, Violet geht mit, ist er mit allen Roaches oben rumgegangen? Ich glaube nicht. Das ist doch für den, der zuerst rüberläuft, eigentlich schlechter, oder? Ja, immer. Okay. Ja, zack, die Bohne bringen auch wieder direkt das Sylvanas Wasser. Aber auf jeden Fall, ja, der Xigua hat das natürlich jetzt. Hat er das gesehen mit dem Overlord? Ja, oder? Ja, hat er, aber. Boah, er baut eine. Will er gerade ernsthaft eine dritte Base bauen? Nee, aber die Drone ist einfach nur. Geht die zur Goldbase? Kennt da nix, Junge. Ja, die macht die wirklich. Schmerzfrei. Ja, tatsächlich. Und die hackt dann auch. Boah, die Banelinge müssen gesnipern. Da macht sein Ding auch was. Boah, das ist nicht gut für Violet. Da muss er einfach zurückgehen. Wenn er zurückgeht, ist alles in Ordnung. Weil der ist da vorne in der Eco. Und da passiert dann nichts. Aber so den Kampf einzugehen mit weniger Roaches auf der Seite vom Gegner, ist auch wieder nicht gut. 100 Euro Donation von Chichi Soccer. Rip. Also ich würde ja was, sagen, was? Finish your drink, aber ich mache mir dann einen neuen, als fairerweise. Okay. Er hat die Goldbase jetzt genommen und den Attack abgewehrt. Also, der Violet ist auf jeden Fall im Rückzug, aber Xigua ist natürlich hier mit seinen Roaches hinterher. Was ist da los? Was ist da los? Donation Hype, ja. Lesen wir natürlich gleich nochmal vor. Ja. Freunde, was ist hier los? Da hat er direkt den Stream gecrashed. Ja, also Cola-Mix, Wasser für alle. Brost hat er geschrieben. Ja. Mann, Mann, Mann. Brost? Ja. Brost. Lambro, Brost. Okay, tut mir leid. Oh, ach, Mann, ey. Ich geh gleich einfach. Freunde, da versucht man lustig zu sein. Ah, was ist hier los? Freunde, da ist der Stream einfach weg. Oh, gibt's Morgul! So. So, der fette rote Ball. Da in der Mitte sind, glaube ich, die Roaches. Tja, ja, Freunde. Zeig mal uns. Dann können wir vielleicht den anderen Livestream versuchen anzumachen. Jo. Ich glaube, der Clean Feed DSL ist einfach gerade gestorben. Mann, ey, der Morgul, ne? Morgul-Smileys, Freunde. Morgul-Smileys. Ah, geht wieder.
Geht wieder, Freunde. Auf geht's. Auf geht's. So, die Goldpace wurde auf jeden Fall gehalten. Oh, tut mir leid. So, die Sylvanas hat erstmal den Shot und das Ex, ne? Ja, aber alle gleichzeitig, oder? Ach so, ja, von mir aus. Ja. Wollen wir noch nachfüllen, oder? Ja, ich hole ein neues dann für mich und für dich. Ja. Na, das ist halt... So, was ist da jetzt doppelt passiert? Doppelt Ex dann. Eineinhalb. Violet zieht auch die dritte Basis nach. Die Goldbase von Xigua, die steht noch. Oh Mann, ey. Und Violet move da gerade mit den Socken. Ja. Das ist zwar nicht Morgul, aber fast. Ja, das ist Mollum. Fangen beide mit M an. Englischer Gas läuft noch. Oh, schöner Run bei hier von Violet. 10 Drohnen getötet, dann ist der Eco immer noch 40. Ja. Den hat er auch echt gebraucht, weil Xigua war nach dem Fight vorne im Army Supply und konnte mit gleichen Drone-Con von der Goldbase meinen, also wäre auch in der Eco vorne gewesen. Aber das wäre nice gewesen, wenn er 2 Zerklinge links abgestellt hätte, aber Xigua hat sofort auf dem Schirm und sieht den Link, der da nach links sich abgesplittet hat. Ah, Junge, ich wette, der Daniel hat wieder irgendeinen Download angemacht. Und ja, ihr seht auf jeden Fall plus 1 von Violet angedrückt. Den Leer, hat er den schon fertig? Hast du das mitbekommen, ob er den Leer schon fertig hatte? Der Violet, ich glaube schon, oder? Ich habe da jetzt nichts gesehen, aber... Ich glaube, er hatte den Leer schon fertig. Ja, nee, er drückt den jetzt erst an. Es war... Ja. Xigua kann halt jetzt schon Roach Speed angedrücken. Das Ding ist, wenn Xigua den Angriff so zurückschmettert, kannst du eigentlich kein Leer anfangen, weil da hast du erstmal Schiss, dass du stirbst, deswegen auch hier Spinecrawler direkt. So, da wird gerade gefragt, ob ich kostenlos trinke. Monkey, wenn wir bei Donations, dann trinke ich kostenlos. Ansonsten muss ich ganz normal an der Bar bezahlen. Natürlich mit ein bisschen Rabatt. Und wir sehen, da ist der nächste Lingon bei am Start, nimmt hier einen Roach raus, plus die Queen kann er vielleicht auch noch kriegen. Aber nee, da kommt schon Länge von Violet, der sollte also auch seine Queen saven können. Hat halt auch eine gute Position gehabt, da zwischen den Mineralien. Das war jetzt halt diese Lücke, die du gemeint hast, oder? Ich hab grad nicht hingeschaut. Also zwischen den Mineralien da, die Lücke. Und da wird das ist, ich meinte das, wo die... Drones stecken. Genau, wo man Drones stecken kann, wo nur ein einziger Link angreifen kann, aber alle Drones gleichzeitig. Okay. So, darüber hinaus wollte ich nochmal kurz sagen, wir streamen danach natürlich noch von hier. Also, naja, auf jeden Fall seht ihr gerade die First Person von Violet. Richtig nervig, dass er da mit ein paar Roaches an der Goldbase steht. Und, Ecke, Winkel heißt Nook. No. Schreibt man nur anders, deswegen. Nook, Freunde. Da sieht man wieder, ich habe zu wenig Zeit, den deutschen Stream zu gucken. Den englischen. Ich caste immer alles selber. Und naja, ihr seht auf jeden Fall, beide gehen jetzt hier auf Roaches. Längste First Person aller Zeiten. Und boah, diese Linge, ne? Nein, ey, das würde. Linge regen mich ja so schon auf, aber ich kann ja wenigstens Planetaries bauen. Oh. Aber Zerg ist ja komplett gelackmeiert. Das ist ja auch sehr interessant zu sehen, dass Violet mehr Larven hat, als er ausgeben kann. Deswegen werden wir demnächst erstmal keine Markreutsch von Violet sehen. Und Xigua, der geht da direkt vor. Das ist ein richtiger chinesischer Move in den SC2. Dass du aufhörst, Drones zu bauen als Tag und dann einfach YOLO drauf gehst. Vor allem Violet ist nicht so weit hinten im Army Supply. Ist in den Upgrades vorne, also ich nehme an, Xigua würde auf sein plus 1 warten und dann sind die Upgrades even, aber hat auch 2 Spinecrawler. Kann also gut sein, dass er das defenden könnte. Und gleichzeitig wird er mit den linken Run bei machen, also ist Xigua komplett all-in, ist er sowieso, aber dadurch wird er noch all-inner gesetzt, falls man das so sagen kann. Mhm. Nee, all-in ist ein Superlativ. So, jetzt muss ich auch mal klug scheißen. Ja, ist mir bewusst, dass man es nicht so sagen kann. Hier, Junge. So, jetzt muss es...